fantastic. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Plunder Pirates. Und heute will ich euch mal ein bisschen Loot zeigen. Ich habe da ein paar Angriffe vorbereitet, die wir uns mal angucken wollen. Da war echt was Cooles dabei, kann ich euch schon mal versprechen. Knapp 1 Million Grog habe ich gerade erfarmt. Ihr seht es auch daran, dass mein Groglager komplett voll ist. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns das an, dem Logbuch. Verteidigt, mein Verteidigungslogbuch ist mehr oder weniger unspannend. Aber das Angriffslogbuch sieht doch ganz geil aus. Und zwar der Angriff hier 906.730 Grog. Den habe ich da erfarmt. Die Angriffe davor waren, ja gut, die haben wir schon gesehen. Und ja, den gucken wir uns jetzt an. Das ist eine krasse Nummer gewesen, ganz cool. Relativ easy auch bekommen. Da ihr seht es, warte ich mal kurz Pause. Wir gucken uns das eben einmal an, bevor wir den Angriff angucken. Es war ein bisschen eine verwirrte Base auf jeden Fall. Wir haben hier zwei Goldlager. Eine Grogbrennerei. Zwei Grogbrennereien. Ein Groglager und drei Goldminen hier in der Mitte gehabt. Hier oben auch noch eine Grogbrennerei, also drei und drei jeweils. Von den Produktionsgebäuden quasi. Und ja, hier außerhalb ging es dann weiter. Hier steht noch ein Goldlager rum. Hier steht noch ein Groglager rum. Zwei Goldminen, Voodoo-Hütte, alles außerhalb. Goldmine, eingemauert sogar noch. Ja, hier noch ein Groglager. Also man könnte es fast eine What-the-fuck-Base nennen. Es ist relativ fuckelig aufgebaut. Hat aber ganz gut geklappt, den anzugreifen. Also was heißt ganz gut geklappt? Ich habe einiges an Grog auf jeden Fall bekommen. Und wir gucken uns das einfach mal an. Ich habe angefangen, hier vorne Zerstörer einzusetzen. Irgendwo, wo ist es denn jetzt? Ich sehe es gerade, ich mache nochmal kurz Pause. Wo habe ich denn angefangen? Ich dachte, hier hätte ich jetzt angefangen mit Zerstörern. Doch, hier sind sie doch. Angefangen mit Zerstörern. Und dann mich ein bisschen vorgearbeitet. Ich muss ganz kurz mein Mikro mal einen Ticken lauter machen, habe ich das Gefühl. So. Ja, auf jeden Fall hier mit Zerstörern durch die Mauer durchgelaufen, ein bisschen rumgeballert. Dann die Skelettlumpis, die ihr jetzt hier schon seht, sind schon hinterhergekommen. Freibeuter natürlich auch noch. Ich habe ein bisschen gemischt mit den ganzen Truppen. War ganz gut, dass ich hier ein paar stärkere Truppen bei hatte und nicht nur die Schläger und die bin. Das wäre vielleicht in die Hose gegangen. Und jetzt seht ihr zwar, jetzt irgendwann ist mir aufgefallen, dass hier nur ein Groglager steht. Weil, ihr könnt gleich gucken, irgendwann habe ich dann angefangen, hier noch was hinzusetzen. Ich weiß, da, genau, da kommt der Schütze. Dann bin ich weitergegangen, habe da noch einen hingesetzt. Bin weitergegangen, habe hier oben an das andere Lager noch einen gesetzt. Und ein bisschen rundherum geguckt. Weil das halt wie gesagt so alles, Entschuldigung, weil es halt wie gesagt so alles mehr oder weniger verteilt war in der ganzen Bude. Oh, jetzt ist der Sound doch ein bisschen sehr laut geworden. Und ja, so ist es schon vor sich hingeplätschert, der Angriff. Ich habe schön hier die Groglager kassiert. Ich bin schon wieder heiser, das gibt's doch nicht. Noch eine Diebin dazugesetzt, damit es ein bisschen fixer geht und dann versucht hier in der Mitte noch was zu holen. Hier war natürlich die Verteidigung relativ stark. Und habe deswegen nicht mehr so viel gerissen, aber gut, er hat mir die Lager ja alle außen geschenkt, von daher war es dann okay. Ist jetzt das erste Mal, dass ich mehr, oder oh, ist seltenst der Fall, dass ich mehr Grog habe als Gold, allerdings kann ich mit dem Grog momentan nichts anfangen, weil ich nichts mehr upgraden kann. Ich muss definitiv gucken, dann bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle, ich muss nämlich gucken auf jeden Fall, dass ich mein, wie heißt das Gedöns, mein, ich gehe mal zurück, das hat sich jetzt erledigt, dass ich meine Akademie ausbilde, upgrade. Aber erstens kann ich das nicht machen, während ich noch Piraten anheuere. Das würden wir jetzt mal beenden, um gleich noch einen Angriff zu machen. Und zweitens kann ich die gar nicht aus... Ach, ich bilde die noch aus. Ich kann die trotzdem nicht upgraden, weil ich dafür 25.000 EP brauche. Und die habe ich einfach nur mal noch nicht zur Verfügung. Deswegen kann ich momentan mit dem Grog einfach irgendwie nichts anfangen. Ich muss noch mal hier ein bisschen Belohnung einkassieren. Immer her damit. So, Start. Jetzt wird's mal langsam eine interessante Nummer hier. 81 Battle Points, 184 EP und 12.500 Rocko, das ist Pillepalle. Können wir noch was Finanzierementen machen? Da müssen wir mal schauen. Ne, hier habe ich schon. Hier könnte ich noch Battle Points spenden. Na komm, 15 spenden wir mal, damit die Jungs hier nicht so ganz
Wenn 30 Leute jeder 15 spendet, passt das doch, ne? So. Ja, ihr seht, mein Mörser upgradet sich gerade noch. Meine Grogbrennerei ist gleich fertig, ist so geil aus. Keep out. Keep out. Und dann ist er hier am Basteln, der Lumpi. So. Was baue ich denn gerade noch aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Also Goldlager. Wollte ich eigentlich, konnte ich aber eben noch nicht. Ich sehe gerade nur. Wieso sehe ich denn gerade nur zwei grüne Balken? Also hier ein grüner Balken, der ist aber vom Ausbilden. Das ist unterwegs. Da ist noch eins. Ach, hier unten. Also wie gesagt, hier Mörser da, Mörser hier. Ich baue gerade beide Mörser aus. Und dementsprechend noch hier die Grog-Brennerei. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, dass wir noch einen Angriff hinten dranhängen. Und dann mal sehen, was wir noch bekommen. Ich brauche jetzt, theoretisch bräuchte ich einfach mal Gold. Ich will mal versuchen, die Lager voll zu machen. Ist ja im Endeffekt ja nicht so tragisch, wenn sie voll sind. Dann können wir mal provozieren, ob wir vielleicht mal eine coole Death hinkriegen, dass wir mal angegriffen werden. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Aber ich werde es jetzt einfach mal testen. Ich will nämlich jetzt probieren, oder ich will jetzt wissen, ob hier 245.000. Das ist doch schon wieder so eine Kackbase. Was? Warum bauen die Leute sowas ernsthaft? Hier an die Lager, okay, kann ich easy drankommen. Ja, weißt du was, die muss ich einfach mitnehmen, das ist so doof gebaut. Wahrscheinlich vertue ich mich jetzt total. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann gucken wir mal, was passiert. Warten das Ganze mal ab. Und, oh, ich setze jetzt mal meine Kopfhörer ab. Mein Headset ist nämlich mal wieder leer. Komm schon, geh aus. Ja, das ist irgendwie, manchmal blinkt es, ist aber trotzdem leer. Das ist ein bisschen seltsam. Und, dann gucken wir mal jetzt. Da ist noch eine Kanone. Hier ist noch der Bunker. Oh, ich hoffe, den kriegen wir kaputt. Aber das wäre egal. Ja, ich glaube, ich habe mich hier verschätzt mit der Base. Goldlager bringt uns vor allem nichts. Das heißt, das Zeug steckt alles in den Minen. Das ist vielleicht gut für uns. Wir probieren es mal hier. Jetzt werden sie natürlich erstmal das Grog-Lager angreifen. Aber vielleicht gehen sie danach auf die Goldminen. Das würde heißen, wenn die Goldminen so aussehen, sind sie voll. Was man natürlich nicht so wirklich sehen kann. Ach ja, ist das kompliziert. Ich zünd mal hier die Fähigkeit, dass die die Verteidigung mal auf sich lenken. Und wir dann hier so ein bisschen Ruhe haben. Natürlich holen die sich jetzt die Grog-Lager auch. Oh, da war noch eine mystische Mine und hat uns betäubt. Das ist natürlich frech. Ja, so. Da kam nochmal der mystische Mörser. Und jetzt wird's interessant, ob wir hier noch reinkommen und ein bisschen was reißen können mit dem Gold. Das sieht aber ganz gut aus. Wir teilen uns ein bisschen auf. Und dann haben wir das Gold fast komplett. Grog ist eh scheißegal, wie gesagt. Und das Gold haben wir dann. Das gefällt mir doch ganz gut. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt wäre es natürlich süß, wenn wir das Versteck noch. Süß, sweet, wenn wir das Versteck noch kriegen würden. Sieht aber nicht danach aus. Ich denke, dass jetzt Feierabend ist hier. Ja, gut. Komm, zünden wir nochmal. Wo ist er denn? Hier oben steht er noch. Mein Piratenfänger. Lumpern sie rum und. Ja, gut, die schreien das Ding jetzt an. Das sieht doch so bescheuert aus. Uga, uga, uga. Dauert natürlich jetzt, bis sie das noch dem zerstört haben. Lass mir die letzten 44 Sekunden noch ablaufen. Ach komm, wisst ihr was? Wir geben einfach auf, wenn der weg ist. Pats, komm. So, aufgeben. Das bringt uns ja jetzt nicht weiter hier. Wollen wir also mal schauen, was noch so abgeht. Jetzt kann ich immer noch nichts finanzieren, aber wieder anheuern für ein paar neue Versuche. Ich nehme noch mal hier was mit. Dann nochmal 5 von. Nochmal 2 Doktoren. Und nochmal Schützen. Ich greife ganz gerne mit den Schützen an irgendwie. Ich weiß nicht warum. Werde ich hier nochmal ausprobieren, was wir damit noch so reißen können. Damit wir, das, Alter, das dauert 47 Minuten jetzt. Okay, das kann ich auf jeden Fall jetzt noch nicht fertig jammen. Dann müssen wir dann definitiv mal abwarten. Bis zur nächsten Folge. Wir gucken mal, ob wir nicht noch einen Angriff haben. Hier. Hat doch mal einer einen geteilt, ausnahmsweise. Star Wars Freak. Hat er jetzt. Was ist denn jetzt? Links oben ist wahrscheinlich sein Lager. Und rechts oben der Loot. 557.000 Loot zur Verfügung. Wenn nicht jetzt, ich weiß mal nie genau, wie jetzt bei den Wiederholungen, wie rum das hier steht.
Ja, links oben ist das Lager des Angreifers und rechts oben, das ist ein bisschen verwirrend, weil rechts oben ja, ne, Star Wars, ne, stopp, ah, das passt, doch, klar. Rechts oben steht auf jeden Fall der Loot und links oben die Lager des Angreifers. So, jetzt wollen wir mal gucken, gehen wir nochmal hier in den geilen Kameramodus. Kommen sie an Land gerudert, die Schützen, ich weiß das Level gerade nicht, egal. Und im Rage-Modus schießen hier auch irgendwelche komischen Laserbälle. Haben sogar die Kugeln dann Rage. Ich gehe nochmal hier raus und der hat gleich die halbe Base schon weg. Sieht also ganz gut aus. 48%. Na, obwohl viel mehr wird er nicht mehr reißen, glaube ich. Der Mörser nimmt die ziemlich mit hier. Ja. Das dürfte es quasi schon gewesen sein. Hier unten sind noch ein paar, die noch ein bisschen hier durchs Wasser schwimmen. Die bringen uns aber auch jetzt, oder bringen jetzt auch nicht mehr allzu viel weiter, würde ich sagen. Ja. Wandern sie und wandern, komm, wir verfolgen sie nochmal hier. Da rennen sie. Alter, bumm, da kam der Mörser. Jetzt der Mörser-Einschlag nochmal kommt. Ja, wir werden sehen. So, da war es auch schon vorbei. Und das gleiche gilt für die Folge, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis morgen, macht's gut und tschüss.